Sie wissen, dass man das auch anders regeln könnte, oder? Ja, weiß ich, aber das macht nicht so einen Spaß. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Ihr hört die beiden schon lachen. Das heißt, wir haben hier. Lass uns doch nochmal anfangen. Volle Kapelle. Nein, wir fangen hier nicht an. Oh. Die Kate ist live mit dabei. On tape sozusagen. Hallo, Kate. Bonjour. Oh, ça va. Und der Chris ist dabei. Hallo, Chris. Sacré bleu. Und meine Wenigkeit, der Erik. Willkommen auch von mir. Und heute haben wir viele Filme, die wir in der letzten Sendung ein bisschen zurückgestellt haben, weil wir da zwei Sneaks und einen Kinofilm hatten. Heute kommt der ganze Rest dran und wir haben natürlich auch eine neue Sneak für euch, liebe Hörer. Mit der beginnen wir auch gleich mal. Das war der Film Rampage. Der Zusatztitel Big Meets Bigger. Ja. War das wirklich Big Meets Bigger oder? Ja, Big Meets Bigger. Okay. Was ist das für ein Blöder? Aber na gut. Also Rampage. Die Älteren werden sich erinnern, es gab mal in der Anfangszeit, so als die Dinosaurier noch gelebt haben, gab es so ein Computerspiel, das hieß Rampage. Das gab es auf diversen damals Heimcomputern, auf dem C64, auf dem Amiga, auf dem Atari ST. Da ging es darum, dass man sich ein Riesenviech aussucht, so ähnlich wie, Godzilla-mäßig. Also, und musste dann in so einer Stadt jede Menge Gebäude kaputt machen und musste da so Schüssen ausweichen von Leuten, die da versucht haben, aus dem Fenster diese Wesen zu bekämpfen. Und wenn man die Gebäude genügend kaputt gemacht hat, sind die dann so richtig in der Erde einfach versunken. Und das Ziel war halt, möglichst viele Gebäude irgendwie kaputt zu machen. Und man konnte das auch als Koop spielen, wenn ich mich recht erinnere. Oder auch parallel, dass darum ging, irgendwie drei Leute waren auf dem Bildschirm und wer halt die meisten Gebäude da kaputt gemacht hat. Und dann, wenn alles kaputt war, dann ging irgendwie ein neuer Level los. Da waren irgendwie andere Gebäude und mehr Feinde und sowas. Und ich war schon ziemlich skeptisch, als ich gehört habe, dass die daraus einen Film machen. Aber wir waren ja auch alle, glaube ich, sehr skeptisch, als wir gehört haben, dass sie aus Schiffe versenken einen Film machen wollten. Und Battleship, ja, das ist ein Film draus geworden, ja, hätte ich auch nicht gedacht. Und Rampage gibt es jetzt auch als Film. Beginnt damit, dass auf einer Raumstation so ein bisschen was schief geht. Und wir sehen dann auch schon so irgendwelche Wesen, die da die Raumschiffbesatzung angreifen. Und am Anfang sehr viel so Zerstörung in dieser Raumstation zu sehen. Und wir sehen eine Wissenschaftlerin, die versucht, noch irgendwas zu retten, irgendwelche Proben, die sie da gemacht hatten, irgendwo in Sicherheit zu bringen mit so einer Kapsel, so ähnlich wie damals hier R2-D2 und so, wie die sich da gerettet haben aus dem Schiff. Und das geht aber auch alles nicht ganz so glatt. Und die Proben werden dann auf der Erde verstreut. Also Erde heißt hier in Klammern USA, weil was anderes interessiert die Amerikaner sowieso nicht. Das heißt, diese Proben werden in Amerika verteilt. Eine fällt da irgendwo in Florida, in Everglades irgendwo da rein und wird dann von so einem Krokodil, Alligator zu sich genommen. Eine fällt irgendwo in irgendwelchen Bergen bewaldet rein, da wird dann so ein Wolf draus. So ein Wolf nimmt sich dann diese Probe und die andere Probe, die fällt nun ausgerechnet in so eine Art Zoo oder was ist das? Eine Forschungsstation. Ein Wildlife-Reservat. Ein Reservat, okay. Ja. Da leben solche Affenfamilien. Und Dwayne The Rock Johnson, der natürlich, ihm kauft man ja so ein Wissenschaftler eigentlich sofort total ab mit seinem Auftreten und man kauft ihm das total ab, dass er da richtig drin ist in der Materie. Der ist der große Tierwissenschaftler und der hat sogar Zeichensprache seinen Gorillas beigebracht und kann sich mit dem verständigen. Und da gibt es einen Gorilla, der hat es ihm besonders angetan, den hat er nämlich mal adoptiert, weil dem seine ganze Familie von Wilderern massakriert wurde. Und da hat er diesen kleinen Gorilla, der war noch ganz, ganz klein und niedlich mit großen Augen, hat er den gerettet und aufgezogen und deswegen hat er dann eine besondere Verbindung zu dem. Und ausgerechnet den erwischt es natürlich.
Und die Proben sorgen dann dafür, dass die Wesen, die das getroffen hat, relativ schnell wachsen. Und dadurch, dass sie so schnell wachsen, haben sie auch einen erhöhten Energiebedarf. Das heißt, sie greifen dann auch alle möglichen anderen Wesen an, um da eben Nahrung zu erhalten. Also auch außerhalb ihrer Spezies, die sie normalerweise oder außerhalb ihres normalen Essensplans. Und bei dem Wolf, der da irgendwo in den Wäldern ist, fällt das erstmal noch nicht ganz so auf. Und bei dem Alligator auch nicht. Aber natürlich bei dem, der da in diesem Reservat ist, das macht sich dann schon bemerkbar, dass der auf einmal irgendwelche Grizzlybären angreift, die da auch irgendwo gefangen sind. Und dann, als sie den in Quarantäne nehmen, er wächst immer weiter und macht dann schon seinen Käfig kaputt und so. Da werden sie dann etwas stutzig. Und dann kommt aber auch gleich so eine Organisation auf sie zu, die für diese Experimente verantwortlich waren. Und ja, dann nimmt das Ganze so ein bisschen Fahrt auf. Die versuchen natürlich zum einen, diese Wesen da einzufangen oder zu töten, um sie zu untersuchen. Aber das klappt auch alles nicht so richtig. Und dann ist natürlich das, was man schon, wenn man das Spiel kennt, ahnen konnte, das Ganze wird irgendwie in einer Stadt abspielen, wo irgendwelche Wolkenkratzer zum Opfer fallen werden. Und ja, das ist, glaube ich, bis auf ein paar Liebeleien und Liebesgeschichten nebenbei eigentlich der eigentliche Film. Ja. Ja, viel mehr kann man eigentlich dazu sagen. Also storymäßig. Viel mehr musst du dazu nicht sagen. Ja, storymäßig. Denn ich habe mich schon damals immer gewundert, dieses Spiel, was es da gab, das war immer reichlich hohl. Hat aber irgendwie Spaß gemacht da. Ja, rat mal, was ich gerade mache, Erik. Spielst du es nebenbei? Ja. Ich habe nämlich eine schöne Seite gefunden. Emulator Online. Und ich spiele gerade die NES-Version von Rampage nebenher. Oh, NES gab es auch. Habe ich vorhin vergessen. Mit George. Wusste ich gar nicht. Finde sehr lustig. Das wusste ich gar nicht, dass da auch NES-Versionen gab. Ich kenne nur die, ich glaube, C64 oder Amiga oder wo ich die hatte. Ja, ich habe das so. Es hat Spaß gemacht, das Spiel, komme ich da an und habe das auch ab und zu mal gespielt, aber war nicht mehr. So ungefähr ging es mir auch mit dem Film. Der hat schon Spaß gemacht. Ich sollte vielleicht dazu sagen, wir haben den auch in OV gesehen. Und für mich hat der Film an vielen Stellen gewirkt, als wäre der so ein bisschen für 3D gemacht worden. Gerade so am Anfang, wo in dem Raumschiff alles Mögliche auf die Kamera zufliegt und so. Ich glaube, der wird dann irgendwie eine 3D-Auswertung kriegen. Es war aber jetzt zum Glück nicht so wahnsinnig viel. Da war irgendwie gefühlt nur der Anfang und das Ende, wo man dachte, da fliegt jetzt viel auf die Kamera zu. Ach ja, es gibt ja noch ein Gegenmittel, genau. Da gibt es ein Gegenmittel in dem einen Haus und das suchen sie eigentlich. Das ist eigentlich der MacGuffin in dem Film. Um die wieder kleiner zu machen, ne? Genau, um die wieder normal zu machen. Nein. Nicht um die wieder kleiner zu machen. Die bleiben so, aber die Aggressionen, dieses aggressiv werden, ist dann weg. Also die werden in ihrem Wesen wieder, wie sie vorher waren, aber haben die gleiche Größe dann noch. Aha. Ja, es ist doch am Ende auch so. Kann er jetzt nicht das Ende spoilern. Na, hatte der... Ja. Ah, okay. Na gut. Ach ja, vielleicht noch darstellermäßig, also es ist nicht nur Dwayne The Rock Johnson, sondern auch Jeffrey Dean Morgan, der Typ mit dem Baseballschläger aus Walking Dead. Oder auch Todkranke aus Grey's Anatomy. Ja, oder der Vater der Brüder aus Supernatural. Mhm. Und. Ja, wie dem auch sei, ein ziemlicher Popcorn-Film, fand ich. Kann man bedenkenlos Popcorn nebenbei. Und auch ein ziemlicher Budenzauber, also was da so passiert, so ist alles einfach so unrealistisch, dass es einfach Spaß macht, da zuzugucken. Also man kann das ja an keinem Punkt eigentlich richtig ernst nehmen. Ich mag ja eh solche Filme, wo irgendwelche Riesenwesen wie Godzilla oder so einfach mal durch so Städte trampeln. Ich hätte mir da noch ein bisschen mehr gewünscht, dass da noch mehr in der Stadt passiert und weniger dieses Wissenschafts-Army-Geschwafel da so, ja, wir müssen das hier und bla bla, jetzt schießen wir die Raketen ab und dann wird es schon und hat nicht geklappt, ach Mist, dann müssen wir die anderen Raketen nehmen und hat auch nicht geklappt, damn, was machen wir jetzt, was haben wir noch? Das ist irgendwie zu dusselig.
Aber die reine Action so mit den Viechern dann, wie sie dann die Stadt angreifen, ist das Chicago, glaube ich, ne? Ist ja auch irgendwie ja. Dieser Chicago River, den sie dann immer am St. Patrick's Day irgendwie grün färben. Den hat man dann erkannt. Ja, aber ein paar absurde Ideen, warum die Viecher da überhaupt in die Stadt gelangt sind. Ja, also da hätte man schon in dem Moment, wo die Idee ausgesprochen wird, hätte man schon denken können, das könnte schief gehen. Aber naja. Ja, aber ich muss sagen, für mich hat der Film trotzdem funktioniert. Ich fand den echt großartig. Ich war extrem gut unterhalten. Das hat einfach Spaß gemacht, von vorne bis hinten. Deswegen, ich find's gar nicht so schlimm. Also klar, es ist völlig abgedreht, aber wenn man jetzt sagt, hey, es war eine Videospielverfilmung, dann war es mal eine der ordentlichen. Bei der... Was ich das falsch? Also ich bin raus aus dem Kino, ich hatte gute Laune, ich habe gelacht, ich habe Action gehabt. Das war, wie du es gesagt hast, perfektes Popcorn-Kino einfach. Und deswegen war das für mich voll okay so. Ich weiß bloß nicht, wer da außerhalb der Sneak reingeht, weil mich haben natürlich ein paar Kollegen gefragt, so, ja, und was kam da? Ja, Rampage, ja, nie gehört. Das sind auch welche, die kennen die Spiele nicht und so. Und habe ich ihnen erzählt, worum es geht. Ja, gut, aber ich glaube gerade auch, da wieder jüngere Generation liest, oh, Dwayne The Rock Johnson, da gehen wir hin. Meinst du, der zieht Jüngere? Ja. Das Kino, bitte mal in die Kommentarspalte. Die Jüngeren sind ja jetzt gefragt, zieht euch das ins Kino? Ich kann das nicht mehr so richtig einschätzen. Ja, frag einfach deine Tochter. Nee, mach du doch mal das nächste Mal in der Klasse, frag einfach mal. Dwayne The Rock Johnson, zieht euch das ins Kino, oder? Ja. Da hast du doch eigentlich eine repräsentative Gruppe, oder? Ja, definitiv. Ja, ansonsten, der Film hat sich für mich irgendwie so ein bisschen viel zu ernst genommen. Ich mag ja so Trash-Filme, die aber auch wissen, dass sie Trash-Filme sind. Und wenn ich so einen Film mache mit solchen Wesen, der basiert auf so einem Computerspiel, wo die Handlung auf den Bierdeckel passt, dann weiß ich eigentlich, das kann ich richtig schön trashig machen. Siehe die Erfolge von Sharknado oder diesen ganzen Geschichten. Aber der hat sich mir zwischendrin einfach mal viel zu ernst genommen mit diesen ganzen, mit diesem Militär und mit diesen Forschern. Deswegen war der für mich nicht ganz rund, sonst hätte mir der richtig gut gefallen. Aber ja, schwierig. Was sagt denn eigentlich die Kate hier? Die hält sich so bedeckt im Hintergrund. Die kennt ja wahrscheinlich das Spiel auch nicht. Und war da völlig überfordert mit dem Ganzen, was da auf sie zurasselte, oder? Ja. Naja, ich fand den eigentlich ganz unterhaltsam. Also ich wäre jetzt nicht extra wegen dem Film ins Kino gegangen, weil ich eigentlich auch nicht wirklich ein großer Fan von Dwayne The Rock Johnson bin. Aber in der Rolle hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich fand es eigentlich ein ganz cooler Film, ja. Ich fand es ein bisschen unrealistisch. Ach Quatsch. Ich fand es ein bisschen komisch, so, dass zum Beispiel der Wolf und das Krokodil sich so arg verändert haben. Also die sind nicht einfach nur groß geworden, die haben auch irgendwelche Gimmicks gekriegt. Ja. Und der Affe halt nicht. Der Affe ist halt einfach nur groß geworden. Weißt du? Also ja. Du verstehst, was ich meine. Das fand ich ein bisschen seltsam. Und dann habe ich überlegt, ja, vielleicht sind es verschiedene Probenstämme oder was weiß ich. Oh, aber du hast ja richtig Gedanken gemacht. Ey. Ja, aber trotzdem, also ich fand es halt ein bisschen komisch, dass ausgerechnet der Affe dann nur groß wird und nicht irgendwie komisch. Ja, der hatte schon an der Brust, sah der ein bisschen komisch aus. Ja, aber der Affe hat auch das alles eingeatmet, hallo? Ja. Die anderen nicht. Also ich finde es schon relativ realistisch. Im Rahmen dieser Grundbedingungen. Ja. Hier. Okay. Ja. Aber mich hat der Film am Anfang, wo es nur um den Affen ging, der da vom Militär gejagt wird, habe ich irgendwie deutliche Parallelen zu Hulk gesehen. Ihr auch? Ihr seid doch eher so die Superhelden. Ja. Da mit dem Militär und irgendwas Großes, was da irgendwo unterwegs ist, was gejagt werden muss und was irgendwie alles kaputt macht. Und, ja. 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 Ja, doch schon. Ja. Aber der Film hat zumindest mal ein paar coole One-Liner gehabt, wenn irgendwas passiert ist. Das fand ich eigentlich ganz, ganz witzig. Auch am Schluss, das gab es ja auch noch ein paar coole Szenen. Ich will die jetzt natürlich nicht spoilern. aber da gab es schon einige coole Sachen.
Vielleicht sagt man einfach, dass der Affe einen sehr seltsamen Humor hat. Genau. Ja. Der Affe kann sich ja durch Zeichensprache verständigen. Und aber was mir da noch so aufgefallen ist, am Anfang war ja Dwayne Johnson, der wird ja vorgestellt mit seinem Team da in diesem Tiergehege da. Und da gibt es ja diesen einen, dachte ich schon, das wird jetzt so der Sidekick und so, von denen siehst du im ganzen Film dann nichts mehr. Da geht es dann nur noch um Dwayne Johnson und um die andere Frau da. Ja, hat doch gereicht. Ja. Ah, und Dwayne Johnson. Und vor allem, menschenleere Stadt, übelste Kämpfe und dann mit einmal kaum ist da ein bisschen Ruhe eingekehrt, so Scharen von Menschen, die irgendwo aus irgendwelchen Gebäuden wieder rauskommen. Die haben sich im Keller versteckt. Ja, ja, ganz bestimmt. Und in Tiefgaragen. Also, ich sage halt, der Film, wenn er sich nicht ganz so ernst genommen hätte, wäre der wirklich perfekt gewesen. Da hätte ich dem wesentlich... Du hast den Film nicht verstanden. Das wird sein. Den Film nicht verstanden. Was gibt's da nicht zu verstehen? Das ist eigentlich der Kommentar der Sendung für mich. Erik, du hast diesen Film also nicht verstanden. Größte Beleidigung hier, einen Dwayne The Johnson-Film nicht verstanden zu haben. Also, wer ist Dwayne The Johnson? Dwayne The Rock Johnson hier. Dwayne The Johnson. Dwayne. Guck mal, du kennst nicht mal den Darsteller, John, also kannst du den Film nicht verstehen. John Dwayne The Rockson. Genau. Ja. Naja, ich gebe 6,5 von 10. Ich kann ja auf unserer Metropol-Sneak-Facebook-Gruppe kann ich ja nicht 6,5 geben. Da gibt es ja nur ganze Wertung, deswegen habe ich da 7 gegeben. Aber ich liege da irgendwie so, ja. In der Nachbetrachtung verliert der Film. Ich würde ihn auch, glaube ich... Ich bin immer noch bei 7. Ich bin rausgegangen, habe gesagt, das sind 7. Wir sind ja auch nur 0,5 mehr. Ich gebe ihm 6 Punkte. Hm. Der war lustig. Ja, und ich glaube, in OV... Ich habe ja... Ich glaube, die Leinwandperlen hatten den in der Sneak Preview, die hatten ihn auf Deutsch. Da müssen wohl sogar die Witze irgendwie nicht gezündet haben. Wahrscheinlich haben wir noch Glück gehabt, dass wir den in der OV hatten. Ja, vielleicht hat das Kino sich den auch angeguckt auf Deutsch. Oh, da geht ja gar nicht. Und dann haben sie die OV. Okay, das ist ein bisschen besser. Wir nehmen mal die OV. Naja, apropos nächste Sneak. Chris, wie lautet der Tipp für die nächste Sneak? Der Tipp für die Sneak am 14. Mai, das wäre dann die 949, lautet immer anders. Und Kate, gab es da schon Rückmeldungen? Ja, gab's. Ich meine, da hat schon jemand abgestimmt. Ich probiere. Ah, jetzt geht's auf, genau. Letztlich sind wir dem Universum egal. Klingt nach einem super guten Film. Also das ist so ein Teenie. Lebensbejahend. Das ist so ein Teenie-Ding, glaube ich, wo es darum geht, dass irgendwie so ein junges Mädchen immer in andere Körper rein schlüpft. Da gab es auch, ich glaube, ein Anime, einen japanischen, der sehr erfolgreich jetzt irgendwie vor kurzem erst im Kino lief, wo es so ähnlich ist, wo immer zwei ihre Gehirne, nee, nicht, aber ihre, wie nennt man das dann? Ihr Bewusstsein tauschen, ja, das ist, glaube ich. Und hier ist wohl so, hier springt ihr Bewusstsein immer in andere Körper rein. Das ist eher so ein Teen-Ding hier, schätze ich mal. Und dann gibt es noch einen zweiten Tipp, und zwar The Strangers 2, Opfernacht. Ja. Ja, von wegen immer anders, ne? Vielleicht ist es anders als Strangers 1. Mal gucken. Vielleicht ist es immer anders auch ironisch gemeint. Also immer gleich. Kann natürlich auch sein. Das würde ja zu einem Horrorfilm, der irgendwie immer gleich ist und vom Prinzip immer gleich ist, passen. Wer weiß. Dann kommen wir mal in die Richtung Heimkino. Heimkino. Da steht ja hier einiges drin noch von letzter Woche, was wir da nicht abgehakt haben. Und ich habe einige Hausaufgaben gemacht. aber fangt ihr erstmal an, mit was auch immer ihr anfangen möchtet. Ihr habt da sehr viel. Ja, Ladies First, ne? Ich dachte es erst, auch schön. Ist eigentlich auch relativ schnell erzählt. Ich habe mir den Film It's a Kind of Funny Story angeguckt. Der spielt, ich weiß gar nicht, wann der Film ist, ich überlege gerade. Der ist schon ziemlich alt, ich glaube, der ist schon 2011 oder 2012. Es geht um einen jungen Mann, der ist nicht besonders happy. Der ist sehr traurig und wird immer wieder in der Schule auch geärgert und hat auch immer wieder so Träume, dass er sich umbringt. Und als es dann eines Tages ein bisschen zu stark wird,
entscheide, dass ich zu einem Arzt zu gehen und Hilfe zu suchen, weil er denkt, er kriegt halt dann Medikamente verschrieben und dann wird es schon besser werden. Allerdings äußert er sich leider sehr drastisch und deswegen wird er eingewiesen in eine geschlossene Psychiatrie. Das war nicht ganz das Ziel dahinter, es war auch nicht sein Plan, da zu landen und ist auch eigentlich der Meinung, dass er vielleicht am nächsten Tag wieder nach Hause kann, weil er muss ja schließlich montags wieder zur Schule. Und ist aber nicht. Ne? Also die behalten ihn dann mindestens, ich glaube, eine Woche da und in dieser Zeit lernt er halt auch noch ein paar andere Leute in der Psychiatrie kennen, unter anderem Zach Galifianakis und Emma Roberts, die beide auch ihre großen Päckchen zu tragen haben. Und tatsächlich entsteht da eine sehr abstruse und auch wahnwitzige Freundschaft zwischen den dreien, die aber wahrscheinlich über diese Tore dieser Psychiatrie hinaus nicht bestehen könnten. Aber sie geben sich so ein bisschen gegenseitig Kraft und ein bisschen gegenseitig Mut, sodass alle drei entsprechend Fortschritte machen können. Ja, das ist eigentlich auch schon die Grundgeschichte dieses Films. Kind of a funny story. Wo gab's den? Auf Sky oder Netflix? Oder? Netflix, glaube ich. Okay. Netflix habe ich ihn, glaube ich, gesehen. Ich hatte von dem Film auf jeden Fall gehört und der hatte mich auch irgendwie interessiert, aber ist dann irgendwie der ist auch echt ganz doch süß. Wieder also, in Vergessenheit geraten. Er ist ein bisschen traurig und so, aber am Anfang, aber ja, ist eigentlich eine ganz, ganz hübsche Geschichte. Ja, könnte mal ein bisschen zwischendrin mal ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen, aber es nimmt ein bisschen, manchmal ein bisschen arthausige Züge an. Aber sonst, ja, war ganz, ganz, ganz süße Geschichte, die man sich heute mal angucken kann. Ah, ich habe gerade noch was anderes geschaut gehabt. Rampage, unser Film, hat 120 Millionen gekostet und hat bis jetzt schon 379 Millionen eingespielt. Da wird uns wohl ein Teil 2 erwarten. Aber ich habe nämlich gerade geschaut, bei diesem It's Kind of a Funny Story, wollte ich nur wissen, wer da alles so mitgespielt hat und dann poppt er das hier mit Rampage gerade auf. Klingt interessant. Also wenn es das noch auf Netflix gibt, weil ich schaue nochmal bei wer streamt es. It's Kind of a Funny Story. Mal gucken, ob der da noch drin ist, weil das bleibt ja immer nicht ewig. Nee, gratis ist er gerade bei keinem Anbieter verfügbar. Man kann es halt kaufen. Ich habe ihn noch angeguckt. Ja, das ändert sich ja immer mal. Ja, also zurzeit gerade nicht, aber man kann für relativ kleines Geld ausleihen hier bei Amazon oder vielleicht läuft er da auch irgendwie auf Sky mal oder sogar im Fernsehen vielleicht, weil der ist von 2010. Dann einfach mal vormerken. Okay, nächster? Nächster. Next. Live by Night. Live? Kate, Live by Night. Live by Night. Du erzählst, ich weiß ihr, nämlich nicht mehr so viel von habt ihr beide gesehen? Ich erzähle. Live by Night, den haben wir beide gesehen. Boston 1926. Ach, das Prohibition. Ist ja mit Ben Affleck als Gangster, ja. Oder? Ah. Ja. Oh Mann, jetzt hast du voll oh, gespoilert. Sorry. Oi, nee, ist mir nur gerade eingefallen, wo du sagst, hier Boston und ja. Ja. Also vielen Dank, dass du es jetzt kaputt gemacht hast. Oh, ist das ein Spoiler oder was? Ja, nee, ich wollte den Spannungsbogen aufbauen. Okay, schneide ich raus. Aber fang schon mal okay, an. Spannungsbogen hinüber. Fang nochmal an. Ein Film von Ben Affleck mit Ben Affleck. So. Ja, jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Nein, Prohibition, also kein Alkohol mehr. Das heißt, illegale Distillerien sprießen vor sich hin. Das heißt, es gibt überall was, nein, nicht überall, sondern es gibt so geheime Werke, wo Alkohol hergestellt wird und dann auch verkauft wird, was natürlich ein Mordsgeschäft ist und hat alles mit Mafia zu tun und bliblablub. Und Ben Affleck rutscht da rein oder ist da auch mit drin über seine Freundin, die er hat, die er auch über alles liebt, rutscht da rein. Allerdings ist die Tochter von einem Mafia-Boss und oder halt von einem hohen Tier der Mafia, ist nicht alles ganz so einfach, vor allem als er dann irgendwie Scheiße baut und aus der Organisation rausrutscht und dann kommt er ins Gefängnis, aber knüpft dann neue Kontakte und ja, wird dann halt im Endeffekt ein ganz großes Tier, weil er abgeordnet wird von der Mafia und baut dann sein eigenes Imperium quasi auf. Worin das endet und wie das
weitergeht und so, verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass Live by Night, also gilt als Drama-Kriminalfilm mit 2 Stunden und 9 Minuten, also 2 Stunden 10 eigentlich, schon die, ich fand das Setting einfach ganz, ganz cool und ich fand das auch sehr cool gemacht, wenn man mal eine Autoverfolgungsjagd sieht mit eben so alten Autos, also mit den Autos von damals, das muss man sich mal vorstellen. Sowas gab es dann auch und wilde Ballereien und alles und das fand ich einfach cool, das war auch cool gemacht, das hat dem Film einen ganz eigenen Touch auch gegeben und die Geschichte klingt wie schon mal da gewesen oder nicht unbedingt neu, ist aber sehr, sehr ordentlich erzählt und sehr ordentlich gemacht. Also es ist in meinen Augen ein richtig schönes Stück Film, das man sich, wenn man wirklich mal 2 Stunden Zeit hat und darauf Bock hat, sich anschauen kann. Es spielen noch Zoe Saldana mit, die kennen wir vorher, Erik. Aus den Marvel-Filmen, da ist sie die grüne Frau. Genau, die grüne Frau, also nicht der weibliche Hulk. Guardians of the Galaxy hier, wie heißt sie? Gamora, genau. Gamora, ja. Dann Elle Fanning spielt noch mit, Sienna Miller ist wahrscheinlich auch noch ein Begriff. Also ist ganz cool besetzt, macht auch, also ich will jetzt nicht sagen macht Spaß, aber hält einen doch am Fernsehen oder am Dingsen. Nicht der überragende Film an sich, aber einfach, ich fand es ein sehr solides Stück Film. Wie siehst du das, Kate? Naja, nicht so ganz so. ja, wie gesagt, ich habe den Titel gesehen, ich habe das Bild gesehen, ich musste mir nochmal durchlesen, was es geht, weil ich schon wieder vergessen hatte. Ja, hat mich jetzt nicht so begeistert, aber das liegt, glaube ich, eher daran, dass ich die Art von Filmen nicht mag und Ben Affleck eigentlich auch nicht so mag und ja, hat mich jetzt nicht so gekämpft. Du magst Ben Affleck nicht? Nee. Bist du mehr der Matt Damon-Fan? Den habe ich heute auch noch in dem Film. Ja. Ja, machen wir es kurz. Also, ich finde, das ist immer das Problem, immer diese riesen Schauspieler, so Ben Affleck und diese alle heißen Johnny Depp und ich mag die alle nicht. Sie mag halt eher Dwayne The Rock Johnson. Nee, mag ich auch nicht. Rock the Dwayne. Johnson. Mag eher Benedict Cumberbatch. Okay, alles klar. Also, um es abzuschließen, ich bin bei 6 Punkten gelandet, weil ich ihn, wie gesagt, ganz cool fand. Und ja. Ich kann mich erinnern, dass ich den irgendwie mal getippt hatte, 1-2 Mal für die Sneak damals. Und da hatte ich mir auch so ein bisschen die Beschreibung durchgelesen. Ich fand ihn ganz interessant, so von der Beschreibung her, aber ist auch irgendwie in der Vergessenheit geraten. Wo habt ihr den jetzt geguckt? Kam der im Fernsehen oder Sky? Auf Sky? Na, dann habe ich ja vielleicht nochmal die Möglichkeit. Auf welchen da? Sky Action oder? Oh oder auf den? Na, ich such's mir mal raus dann. Vielleicht Sky, läuft, Sky. Vielleicht läuft da noch. Ich habe irgendwie, wenn ich den Titel höre, habe ich irgendwie nicht die Geschichte von dem Film vor Augen. Ja, ich auch nicht. Weil bei Live by Night, da denke ich irgendwie an irgendeinen Konzertfilm oder irgend sowas. Da habe ich auch keine Gangstergeschichte in den Zeiten der Prohibition mit Ben Affleck vor Augen, so vom Titel her. Irgendwie komisch. Ja, vielleicht Fehler. Assoziiere ich da falsch, aber vielleicht merke ich es mir jetzt mal. Mal gucken. Wer raschelt denn da so? Das bin ich. Bin aber jetzt gleich fertig. So. Ja. Pack schon aus, ein Bonbon. Nee, hier lag was, das war noch... Da war die Verpackung so komisch. Ja. DVD, Blu-ray, Entschuldigung. Ja, jetzt habe ich hier mein Dokument zugemacht, wie es weitergeht. Punktemäßig? 6, wie gesagt. 4. Ist ja gar nicht mal so gut. Mhm. Fand den Film auch gar nicht mal so gut. So, habt ihr noch 2. Soll ich erst mal einen machen hier? Ich habe ja. Gerne. Hausaufgaben gemacht. Mir sind Hausaufgaben aufgegeben worden von Chris und von Kate. Und von den Hörern von wem war es? Super Goofy, glaube ich. Jetzt habe ich die Kommentare nicht vor Augen. Ich glaube, Super Goofy war es, der gesagt hat, um Gottes Willen hier, der labert ja einen Quatsch hier, der muss dringend nachholen. Und so habe ich dann bei der Marvel und DC 3-für-2 Aktion bei Amazon zugeschlagen und habe mir erstmal 2
Filme gekauft, die ich noch nachholen musste, basierend auf dem, den wir letztes Mal besprochen hatten. Nämlich, ich habe mir Avengers Age of Ultron gekauft und Thor Ragnarok. Oder wie heißt der? Tag der Entscheidung auf Deutsch, glaube ich. Ja, ich beginne mal mit Avengers Age of Ultron. Muss ich, glaube ich, nicht mehr so im Detail. Da hattet ihr da oder was? Die Luise, weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall hatten wir den ja hier schon besprochen gehabt. Die Hauptgeschichte ist, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich da irgendwo durcheinander komme, dass unser Iron Man, Robert Downey Jr., Tony Stark, möchte ein weltumspannendes Sicherheitsnetz aufbauen und schafft dazu eine künstliche Intelligenz, die so ein gewisses Eigenleben entwickelt. Und das ist eben dieser Ultron. Und der bemächtigt sich dann, so wie Cyberdyne Systems hier, der bei Terminator, bemächtigt sich dann auch so Robotern, die da auch bereit standen, und wird immer stärker und immer mächtiger und muss dann halt irgendwie bekämpft werden. Wenn ich mich recht erinnere, oder? Parallel gab es noch irgendwas mit irgendwelchen Serben oder Osteuropäern, wo dann eine ganze Stadt dann auch quasi als so eine Erdscholle von der Erde gelöst wird und dann zur Erde zurückstürzen soll, um da so eine Art Kometeneinschlag auszulösen, der dann die Erde vernichtet, damit eben die künstliche Intelligenz als einziges überlebt, wenn ich mich da recht erinnere. Ich fand den nicht so gut. den anderen fand ich besser, aber dazu kommen wir dann später. Hier war mir einfach zu viel quatschige Action, die bei Rampage durchaus Sinn gemacht hat, aber hier irgendwie nicht. Also irgend so ein stundenlanger Kampf zwischen Iron Man und Hulk da, wo sie die halbe Stadt in Schutt und Asche legen, wo man genau weiß, dass die sich eigentlich gegenseitig ja nichts antun werden, weil irgendwie geht es ja mit dem Hulk weiter. Also Iron Man würde ihn jetzt nicht umbringen oder so. Und da legen sie einfach ganz viel in Schutt und Asche. Das sieht vielleicht im Kino in 3D ganz geil aus, aber hier zu Hause, selbst auf dem großen Bildschirm, ach, da langweilt es einen dann irgendwann, wenn schon jetzt ins vierte oder fünfte Haus reingeflogen wird und da irgendwelche, durch irgendwelche Atrien, wo dann irgendwelche Leute, und zwischendurch werden immer noch irgendwelche Kinderwagen beschützt vor herunterfallenden Teilen oder so. Ach, das nervt dann irgendwann. Und hat aber trotzdem ein paar spaßige Szenen, waren natürlich auch alle wieder mit vertreten. Coole Aktion. Ich weiß jetzt, wo der Vision herkommt. Das war eine wichtige Grundbasisinformation für den nächsten Film und was um den sich für eine Geschichte rankt. War auf jeden Fall eine ganz gute Hausaufgabe, das nachzuholen, aber jetzt kein in diesem Marvel-Universum, jetzt gerade auch im Vergleich mit dem neuen Avengers-Film, war das jetzt bei Weitem entfernt von perfekt, und ich gebe da 7 Punkte. Ja, ist auch solide. Age of Ultron. Ja. Man merkt halt, Joss Whedon hat da so ein bisschen was mit drin. Also, ja. Ah, gut. Okay. Ihr habt du hast Animations. Ich hab, aber die sind ganz schnell abgehandelt. Animations. Ich habe beide schon gesehen. Genau, ich habe noch zwei Animationsfilme gesehen, weil ich hatte ja. Ich habe ja ein bisschen Zeit nebenher gerade. Es klingt ein bisschen komisch, aber ist tatsächlich so. So, während die Schüler ihre Prüfung schreiben, guckst du Animationsfilme auf dem Tablet? Oder so wie? In etwa, ja. Also ich habe angeschaut, ich einfach unverbesserlich 3. Mein Beileid. Der ist ganz schnell abgehakt. Der dritte Teil. Und der, ja, ich suche nach was Positivem zu sagen. Zu wenig Minions. Eine relativ dünne Geschichte, die nicht wirklich spannend oder groß witzig ist. Die Gags zünden teilweise überhaupt nicht. Es wirkt wirklich nach ein bisschen, ich will nicht sagen lieblos gemacht, aber es ist so ein bisschen, ja, wir müssen jetzt noch einen dritten Teil machen. Komm, lass uns noch irgendwas machen. Und ich habe noch ein paar nette Ideen. Ich habe tatsächlich schon die Hauptgeschichte vom dritten Teil total vergessen. Kannst du mir ganz kurz sagen, worum es da ging? Ja, es tritt ein Bösewicht auf. Oh Gott, ich habe seinen Namen auch schon wieder vergessen. Guck mal, das der aus den 80er Jahren. Ach der, ja, der immer so wie hier Village People ja, angezogen. Jetzt fällt's. Ja, okay, jetzt. Balthasar Brett. Ach genau, und da gab's doch irgendwas, das dann so ganz viel Zeug dann auf so einer Insel, auf so einer Bergkuppe oder so, war dann irgendwie ganz viel Schleim, genau. Oder was und, war das? Also wie gesagt, und dann stellt sich heraus, da, also dann
der klaut halt diesen Diamanten und dann gibt es Ärger in der Geheimagenten Organisation, weil der eigentliche Chef aufhört und dann ist eine neue Chefin da und die wirft dann Gru und Lucy, seine Frau, wirft sie dann raus und dann sind sie erstmal normale Menschen und dann stellt Gru fest, es ist nichts für ihn. Es tritt sein Bruder dann Drew, also Gru und Drew, sein verschollener Bruder tritt auf. Mit dem zusammen entwickelt er dann das Oberbösewicht-Gedöns und am Ende dreht sich dann natürlich wieder zur guten Seite hin. Ja, und mit der Begeisterung, wo ich es jetzt gerade erzählt habe, so erzählt es eigentlich auch der Film, meiner Meinung nach. Also ich war wirklich ein bisschen enttäuscht, weil ich mich wirklich drauf gefreut habe, auf ein bisschen Minions-Action, vielleicht den einen oder anderen richtig guten Gag. Und das Beste an dem Film sind einfach die Minions und die sind relativ blass in dem Film. Punkt. Der richtige oder der einzelne Minions-Film, der kam ja vorher ins Kino. Und den haben auch schon einige verrissen, den fanden einige nicht gut. Ich fand den ganz witzig. Also kein Vergleich zu dem jetzt. Da war der ja Weltklasse. Ja, ich fand den ganz okay, aber jetzt nicht so gut wie diese Ich einfach unverbesserlich 1 und 2 zum Beispiel. Und deswegen hatte ich mich dann auch eigentlich auf den Ich einfach unverbesserlich 3 gefreut. Und dann mussten wir natürlich wieder ins Kino gehen damals. Die Kinder machen da Druck und ich fand den auch echt schlecht und ich habe mir, wie gesagt, ich hab jetzt schon alles vergessen, also die Story ist ja nun, weiß Gott, nicht kompliziert. Ich wüsste zum Beispiel noch, dass im zweiten Teil war das mit dieser Messe da, mit der Bösewicht-Messe und so, das weiß ich, das ist bei mir alles noch präsent, aber der dritte Teil habe ich komplett... Die Bösewicht-Messe. Ja klar, diese Messe da in Orlando, wo sie da hinfahren, wo die, ne? Die Bösewicht-Messe. Ja, klar. Ja, das war Villains-Messe. Villains-Convention, genau. Ja, Villains-Con oder sowas. Ja. Und jetzt ist die Frage, war das der zweite Teil oder war das der Minions-Film? Ihr redet nämlich von Scarlet Overkill, richtig? Und die war im Minions-Film? Ja. Dann war das doch, siehst du mal, überall Minions. Muss ich da vorne durch. Deswegen wundert es mich gerade. Wir sind in einer Welt hier ein Durchblick durch alle Universen, die es da so gibt. Das Minions-Universum ist das nächste. Ja, ich helfe ja gerne. Aber sehr gut. Nee, also hat dir nicht gefallen, höre ich da. Hat dir nicht gefallen, höre ich da raus? Der 3? Nee, ich fand den nicht so gut. Ach Quatsch. Der dritte. Also Minions-Film fand ich gut, aber der Ich einfach unverbesserlich 3 war nicht so gut. Ich überlege gerade, normalerweise behalte ich wenigstens noch so ein oder zwei Gags, die mir besonders gefallen haben, gefällt mir vom dritten gar nichts ein. Ja, merkst du was? Weil das war auch, irgendwas war da noch was ganz Großes oder war das auch in dem Minions, irgendwie verschwimmt das alles. Ja, alles ein Brei, ein Minions-Brei. Ja, eben. Also ist schade, ist so ein bisschen, für mich so ein Knackpunkt in dieser Franchise. Tja. Aber so ist halt, mein Gott, man kann nicht alles haben. Nächster Tiefpunkt, Sing. Achso, okay. Ach komm. Nein, also nicht will ich sagen, Tiefpunkt. Sing hat einen richtig geilen Trailer gehabt, hat da richtig... Das stimmt. Der Trailer war voll geil. Hat da richtig Lust auf einen Film gemacht, der im Endeffekt ganz arg anders ist, wie ich fand. Ist eher so ein bisschen Drama, ne? Auch, ja, der verliert seinen Theater vielleicht und genau. So ein bisschen Gesellschaftssatire da mit diesem Casting. Ja, also hat mich auch nicht so komplett abgeholt, muss ich auch sagen. War auch ein bisschen, fand ich noch ein bisschen besser wie Ich einfach unverbesserlich 3, aber auch nicht so wirklich überragend. Also war schon eine nette Geschichte und dann halt mit den Songs drin, das war schon ganz cool, alles dargestellt und bliblablub, aber ja, ich will da gar nicht groß drüber reden eigentlich. Was ich ja gedacht hätte, bei Sing hätte ich ja gedacht, dass die dann wenigstens einen geilen Soundtrack haben, ja? Was im Trailer ja so rauskam, wo verschiedene Lieder mal kurz angesungen wurden, wo die in diesem Casting waren, dachte ich ja in dem Film, werden bestimmt irgendwelche Tiere, irgendwelche Lieder performen, irgendwie auf eine lustige Art und Weise, aber das war dann, also wenn die was performt haben, war es immer irgendwas Eigenes, die haben ja nicht bekannte Songs irgendwie nachgesungen, ne? Und es war irgendwie seltsam, hat mich nicht mitgerissen. Sah zwar alles irgendwie ganz nett und cool animiert aus, aber irgendwie, nee. Ja, eben. War nix. Danke. Hat auch den Kindern nicht gefallen damals. Also, okay. Also das,
Und da kannst du eigentlich fast jeden Animationsfilm zeigen, finden sie immer irgendwas Lustiges, aber selbst der nicht. Nee. Tja. Hm. Dann machen wir lieber noch die eine Hausaufgabe, die ich noch gemacht hatte, nämlich Thor Ragnarok, also Tag der Entscheidung. Den fand ich nämlich ganz gut. mal gucken, ob ich das richtig zusammenbringe. Also auf der Heimatwelt von Thor darf man das sagen, wer das ist? Eigentlich, oder ist es gespoilert, weil irgendwie... Ich darf nicht sagen, wer das ist. Nein. Natürlich darfst du sagen, dass es seine Schwester ist. Oh, Chris. Ah, okay. Jetzt ist es raus. Okay, also diese Person, die ich nicht nenne. Voldemort. Die bemächtigt sich. Wie der Name nicht genannt werden darf. Die bemächtigt sich, gespielt von, Claire Danes? Nee, wie ist sie? Verdammt. Auf jeden Fall, die steht hier irgendwo. Cate Blanchett. Ich wusste doch mal, C war es irgendwas. die bemächtigt sich der Heimatwelt von Thor und er ist ja gerade irgendwo unterwegs. Er ist auch gefangen genommen worden auf so einem Planeten, wo Jeff Goldblum, ganz großartig, spielt da so eine Art Veranstalter von großen Gladiatorenkämpfen, um es mal so zu sagen. Und da ist er gefangen genommen worden und da ist auch noch jemand anders gefangen genommen worden, der ein bisschen durchs Weltall getrieben ist. Was ich jetzt mal nicht verraten will, und der Chris hoffentlich auch nicht, weil das war für mich sehr überraschend. Das war das war eine sehr coole Szene. Und wenn man die vorhergehenden Filme, die es da so in dem Universum gibt, kennt, dann ja, also das schließt da auf jeden Fall nahtlos dann an. Und dann schließt sich auch ein Kreis, der sich vorher für mich nicht geschlossen hatte. Ja. Und dieser Ragnarok sagt eben diese Götterdämmerung voraus. Das heißt, die bösen Mächte sollen da irgendwie Oberhand gewinnen und dagegen muss dann gekämpft werden. Das ist alles ganz, ganz, teilweise ganz düster, aber einerseits ist es auch sehr, sehr lustig gemacht. Und hat mir wahnsinnig gut gefallen, der Film. Und da ist auch das, was die Kate mir das letzte Mal gesagt hat, dass nämlich Thor seinen Hammer gar nicht braucht. Das hat hier auch wieder eine gewisse, oder da erfährt man, warum das so ist und wie und weshalb. Deswegen fand ich das auch ganz gut. Ja, und warum er nur noch ein Auge hat. Das war für mich auch ja nicht ganz klar. Ist halt, wenn man so mittendrin, wenn ihm da was fehlt. Aber wir hatten ja mal auf KinoCast diese Grafik gepostet, die irgendjemand auf Twitter verteilt hatte, wie die einzelnen Filme zusammenhängen. Das war ganz praktisch. Da konnte ich nämlich gleich gucken, was ich da nachholen muss. Ich habe schon mal geschaut, was ich noch alles nachholen müsste, aber ich glaube, ich bin jetzt erstmal so halbwegs auf dem aktuellen Stand und den Film fand ich jetzt wiederum ziemlich gut. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, den werde ich auch nochmal gucken. Da gebe ich 8,5 von 10. Da weiß man auch dann, warum er jetzt kurze Haare hat. Das war da ja auch mit drin. Oh nein, nicht die Haare. Sehr lustig. Was ihr übrigens besser steht. Ja, wahrscheinlich hat er auch als Schauspieler keine Lust mehr gehabt, immer mit den langen Haaren, weil der musste ja überall hin. Der war ja irgendwie bei den People's Choice Awards und bei sonstigen, hat er immer seine langen Haare gehabt, weil der ständig irgendwas gedreht hat. Hm. Ja, cool. Also Thor Ragnarok, Tag der Entscheidung, sehr empfehlenswert von mir. Viel Spaß macht der Film. Und dann sind wir eigentlich durch, oder? Mit den gesehenen Filmen und mit der Hausaufgabe. Falls die Hörer für mich noch eine Hausaufgabe haben und sagen, ja, den musst du unbedingt noch gucken. Hast du den geguckt? Nein. Doctor Strange? Ja, den habe ich gesehen. Ah. Den fand ich auch gut. Hm. Ziemlich guter Film. Hat auch viel Spaß gemacht. Ja, nee, das brauchst du ja auch. Also Doctor Strange musst du ja auch geguckt haben, damit du weißt, auch für wer Thor, der Zauberer ist. Auch für, ja, genau, auch für Thor Ragnarok hat das ja Relevanz. Am Anfang da, wo plötzlich der Loki dasteht und mit einmal so was jetzt? Ja. Wupp, weg. Sehr, sehr coole Szene. Okay, dann schauen wir mal, was so neu anläuft, um zu schauen, was dann so die nächsten Filme sind, die eventuell in irgendwelchen Hausaufgaben eine Rolle spielen werden. Wenn ich jetzt hier meinen Jingle finden würde. Ah, hier. Kinocharts und Neustarts. Hier bei uns starten folgende Filme neu, nämlich Deadpool 2. Ist eigentlich ein Kinobesuch geplant? Definitiv. Ja, dann
haltet mich mal auf dem Laufenden. Ja. Wohne Liebe ungewöhnlich. Hat man eine Sneak Preview gehabt. Sehr lustig. Dann nach einer wahren Geschichte. Roman Polanski verfilmt den gleichnamigen Roman von Delphine de Vigan als Psychothriller um eine schüchterne Autorin, die auf eine obsessive Verehrerin trifft. Okay. Ein deutscher Horrorfilm kommt. Hagazusa, der Hexenfluch. Da geht es um eine Ziegenhirtin in den Alpen, die von Ereignissen heimgesucht wird, die die Grenze zwischen Wahn und Realität verschwimmen lassen. Boah. Das wäre mal für die Sneak was Cooles gewesen. The Cleaners, ach nee, das ist eine Dokumentation, die läuft hier nur in einem Kino in Stuttgart, geht es um die digitale Zensur und die Menschen, die auf Facebook und Co. Inhalte moderieren. Ein Animationsfilm läuft noch an, zwei Freunde und ihr Dachs. In dem norwegischen Animationsfilm erleben die Freunde Knutsen und Ludvigsson zusammen mit ihrem cleveren Dachs ein wildes Abenteuer und retten nebenbei die Welt. So, das war es eigentlich. Traut sich keiner was entgegenzusetzen. Den Avengers, die immer noch laufen, und Deadpool 2. Ich glaube, da tun die meisten ganz gut daran. In den Charts sieht es wie folgt aus. Wahrheit oder Pflicht, Platz 10 hier in Stuttgart. Ready Player One ist übrigens auf Platz 11 abgerutscht. Platz 9, A Quiet Place. Platz 8, Liliane Susewind, ein tierisches Abenteuer. Platz 7 ist immer noch der Sexpakt. Da sieht man, dass hier gewisse Worte im Titel allein schon ins Kino ziehen hier. Platz 6, Early Man, Steinzeit bereit. Platz 5, Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Platz 4, I Feel Pretty. Platz 3, Sherlock Gnomes, der sau schlecht sein soll. Platz 2, Rampage, Big Meets Bigger. Und Platz 1, The Avengers. Da wird Rampage nicht vorbeikommen, schätze ich mal. Schätz mal. Wird schwer. Schätz mal, da wird irgendwie Rampage. Nächste Woche, schätze ich mal, wird wahrscheinlich vielleicht sogar Deadpool dann Platz 1 könnte sein. Ja, ziemlich sicher. Und dann Avengers, vielleicht sogar Avengers 3 und Rampage 2, wer weiß. Wenn der Dwayne The Rock Johnson Effekt zieht, den der Chris da beobachtet hat in seinen Studien des Verhaltens von Jugendlichen. Ja, ja, ich sehe schon. Okay, dann werfen wir mal einen Blick hier in den Briefkasten. Briefkasten. Nämlich in die Kommentare. Da ist einiges zusammengekommen. Wir haben auch einen Kommentar quasi per E-Mail bekommen, weil das ein bisschen Spoiler-Gefahr beinhaltet zum Thema Avengers und Marvel Universe und so. Den haben wir gerade im Vorgespräch beschlossen, dass wir den nicht vorlesen, weil der zu viel Spoiler-Gefahr hat. Oder kann man das irgendwie... Man kann eigentlich sagen, es ist ungefähr das, was der Chris auch gesagt hatte, oder? Ja, schon. Ungefähr. Hm. Die Steff hatte noch geschrieben, sie hat in letzter Zeit kaum Zeit, um Kommentare zu schreiben. Ja, und unsere Seite hatte auch, was heißt unserem, ich hatte irgendwie ein kleines Problem verursacht, wollen wir mal hier, da mit so einem Plugin. Das hat manche ältere Browser, insbesondere ältere Android-Telefone, ausgesperrt, was ich natürlich selber nicht festgestellt habe in meinem Environment hier. Da lief halt alles, ne? Und dann kamen auch ein paar Leute auf mich zu, Steff auch, die hat gesagt, bei ihrem Telefon, sie kann nichts mehr schreiben, da kommt eine Fehlermeldung. Und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir doch wieder downgraden und jetzt geht's wieder. Du hast also quasi die älteren Handys diskriminiert. Ja. Wenn sie nicht mehr mitmachen durften. Ich meine, so ein 2 Jahre altes Betriebssystem Android kann man auch mal updaten. Das ist heutzutage auch nicht schlecht. Sicherheitsmäßig und so, ne? Aber na gut. Du zwingst jetzt quasi die Leute zu upgraden. Nein, ich hab's ja wieder runtergestuft hier. Das ist, da waren halt ein paar Features mit drin und ja. Na gut, sie hatte letzte Zeit, ja, bei ihr lief Wahrheit oder Pflicht, sie geht ja mal in Reutlingen in die Sneak und sie hat sich am Anfang ein paar Mal erschreckt und bei den Todesszenen hat sie immer weggeschaut, aber nach einer Weile lief alles gleich und am Ende war alles absolut inkonsequent und sie gibt dem Film 3 von 10 Gesichter. Dann hatte sie in der Sneak gehabt 7 Tage in Entebbe. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit, aber hängen geblieben ist davon nichts. Was gibt sie? Ich überspringe hier mal ein bisschen. 4 von 10 alte, unbenutzte Flughafenterminals. Und noch eine Woche davor hatte sie Stronger in der Sneak Preview. Oh.
die wahre Geschichte einer der Opfer des Bombenanschlags auf den Boston-Marathon. Ach, das ist der mit Jake Gyllenhaal, stimmt. Ja. Auch der Film hat ihr leider nicht gefallen. Er war zu heroisch, zu amerikanisch. Und sie gibt 5 von 10 fahnenschwenkende Rollstuhlfahrer. Ich habe da letztens auf Discovery Channel, war das glaube ich, oder war es auf Sky Atlantic, einen Dokumentarfilm geschaut, der die ganzen Opfer so begleitet hat über ihre Reha-Maßnahmen und sowas. Und das war ein richtig starker Film. Also das war jetzt nicht irgendwie so pathetisch oder so, weil da wurde halt auch ganz eindringlich gezeigt und so. Die Leute, die sind natürlich so geschwankt. Also ich meine, wenn du Sportler bist und dann plötzlich irgendwie deine Beine verlierst oder so, dann bricht ja für die meisten totale Welt zusammen und dann sind viele immer so hin und her geschwankt zwischen ich will nicht mehr leben und zwischen ach, ich versuch's, ich kämpfe mich da doch wieder ran. Und dann gab es die eine Frau, die hatte irgendwie einen Fuß verloren und dann musste halt immer mehr amputiert werden vom Bein. Und diese ganzen, die Interviews, das war so eindringlich, Alter. Weißt du noch, wie die Doku hieß? Ich find's raus dann. Ich schreib's mir mal als Notiz hier, ich jetzt nicht gerade sofort. Ey, ich habe Rotz und Wasser geheult. Das war so stark. Und dann war auch am Schluss, haben sie dann, ein paar Leute haben sich ja dann wieder rangekämpft und sind dann quasi mit Prothesen dann im nächsten Jahr den Wettkampf mitgelaufen und sind dann von den Leuten gefeiert worden. Und das war so eine starke Dokumentation. Ich glaube, so stark kann gar kein Film sein. Ey. Das war echt heftig. Ich habe gerade geguckt, war das diese HBO-Produktion? Bestimmt. Also es war eine sehr, sehr hohe Qualität. Und die haben dann auch immer, die haben dann auch so die einzelnen Personen gezeigt in den Kameraaufnahmen, in den Überwachungskameraaufnahmen, wie sie noch da gestanden haben und sich gefreut haben. Und so kurz bevor es passiert ist, ne? Und da waren halt auch Leute dabei, was weiß ich, so eine Frau, die hat irgendwie ihren Mann und ihr Kind verloren und selber schwer verwundet und so. Und dann musst du erstmal wieder überhaupt den Mut haben oder zu sagen, ja, ich will überleben. Und das war echt stark. Okay, ich such's mal raus und werde es da mal mit verlinken. Vielleicht gibt's das irgendwo im Internet zum Anschauen, irgendeine Mediathek oder so. Genau, also. Deswegen hatte mich eigentlich der Stronger, hätte ich gehofft, dass wir den auch mal in das Sneak haben, aber wenn jetzt die Steff sagt, er ist nicht so stark, das ist natürlich dann, war halt auch das Starke in der Dokumentation, dass man halt wusste, dass das die richtigen Leute, die echten Leute sind, ne? Und wenn die von was erzählt haben, die haben halt, da hast du halt gemerkt, das spricht aus der tiefsten Seele. Ja, der Super Goofy, genau, das war die Mail. Genau. Ich soll über den Sommer in ein Marvel DC Bootcamp gehen, obwohl DC bin ich doch eigentlich relativ sattelfest, oder? Habe ich doch hier. Ja. Das war ja nicht auszuhalten, was du da gestammelt hast. Ich schätze dich sehr als Filmexperten und Cineasten. Genau, ich habe dann auch erwähnt, dass ich ja froh bin, dass ihr beide da seid. Ihr seid da in dem Universum vollkommen zu Hause. Und es muss ja nicht jeder alles wissen. Jeder hat also seine Fachgebiete und was ihn da so interessiert. Aber ich habe ja jetzt schon ein bisschen was nachgeholt. Soll mir ja keiner sagen, ich bin hier lernresistent. Der Rainer bedankt sich bei dir, Kate, für deine Empfehlung von Unreal. Da er gezwungenermaßen öfter den Bachelor sehen muss, ist diese Serie für ihn eine echte Erholung. Ja, der Thomas hat auch wieder einiges kommentiert, nämlich Avengers Infinity War hat er gesehen. Humor und ein bombastisches Effektgewitter. Er gibt 9 von 10 Punkten oder besser gesagt 9 von Ausrufezeichen 0 Punkten. A Beautiful Day hat er auch gesehen. Joaquin Phoenix hat ihn überzeugt als abgehalfterter Killer. Er gibt 7 von 10 Punkten. Und Chris, vielleicht kannst du was dazu sagen. Doctor Who, die Auferstehung der Daleks. Abenteuer mit dem 5. Doktor. Leider noch nicht gesehen. Hätte durchaus Spaß machen können. 8 von 10 Punkten. Ich meine, das ist ja doch ganz gut. 8 von 10. Ist das ein extra Film oder ist das eine Filmepisode oder was ist denn das? Ist so eine Art Weihnachtsspecial, aber jetzt im Ostern oder was? Oder? Nächste Frage. Okay. Was du hier daher stammelst, du musst ganz dringend in Doctor Who Bootcamp gehen. Ja, ich muss im Doctor Who Camp. Sehr geil. Nee, das ist
Quasi ein eigener Film. Ah, okay. Also so ein quasi aus der Serie rausgelöst, wie diese Weihnachtsspecial sowas, oder? Ja. Ja, okay. 90 Minuten. Ja. Okay. Dann schauen wir doch mal in die Rätselecke. Rätselecke. Ich habe Post bekommen. Ich habe Post bekommen. Oh, sehr gut. Ich habe Post bekommen. Und zwar... wo steht das? Gibt es noch was auf der Post? Ich habe Post bekommen, aber es wurde nicht aufgelöst. Meins auch nicht? Nö. Das war schwer, ich gebe es zu. Das war ziemlich schwer, glaube ich. Also meins wurde nicht aufgelöst. Doch, stimmt gar nicht. Der Thomas hat es gelöst. Es war der Film Arachnoquake. Ist das Arachnophobia mit einem Erdbeben? Ja. Ach du großer Gott. Da gibt es so ein Erdbeben und durch Ölbohrungen ausgelöst und aus der Erde kommt eine unbekannte, bisher unbekannte, sehr aggressive Spinnenspezies ans Licht. Hat Dwayne The Rock Johnson mitgespielt? Nein. Das ist ein Tele5-Film. Naja. Sonst hat keiner. Also auch mein Zitat nicht, sondern dann muss ich das mal auflösen. Nee. Also der Rainer, der hat mir noch geschrieben, es könnte Monster Worms sein, aber das war es leider nicht. Guck mal rein. Bei deinem hätte ich auch von der Beschreibung her, war ich irgendwie bei Im Land der Raketenwürmer oder so, wenn ich mich recht erinnere. Wollte ich noch sagen, aber ist ja eh falsch. Mein Zitat, Poesie wirkt bei Huren nicht, hat sich bezogen auf den Western, den wir hatten. Letztens in der Sneak. Ist nämlich auch aus einem Western, der heißt Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Ein sehr empfehlenswerter Film übrigens. Was für ein Filmtitel? Kennst du nicht? Nee. Also gut, ihr seid jetzt, oder du bist jetzt vielleicht Brad nicht Pitt, so. Ne? Ja. Ich bin kein Western-Fan. Genau. Ich glaube, Brad Pitt ist dabei und wer war da noch dabei? Casey Affleck auch. Genau. Ich glaube, den ersten und wahrscheinlich mitunter letzten Western, den ich gesehen habe, war Spiel mir das Lied vom Tod. Was ja auch keine schlechte Wahl ist. Ja, ist ein guter Film, aber ich mag trotzdem keine Western. Da konnten auch Wild Wild West oder wie hieß der? Oh, der war furchtbar. Der gab doch einen lustigen Film. Oh, Gottes Willen. Im Wilden Westen. Der war furchtbar, da war ich im Kino. Oh, ich dachte, oh, Sam Hayek und Will Smith damals, ey, es kann nur gut sein und der war so schlecht. Chris, da gab es doch so einen Film, der hat im Wilden Westen gespielt und da haben die das Tor aufgemacht und dann war da A Million Ways to Die in the West. Ja, genau. Der war lustig. Aber auch das Western. Ich mag keine Western. Was hat der Thor in dem Film gemacht? Hm? Hast gerade gesagt, die haben da Thor aufgemacht. Nein, die haben ein Tor aufgemacht. Und dann ja, war ich weiß. So, ich bin da jetzt hier Marvel-Experte. Deswegen, wenn ich hier Stichworte höre aus dem Marvel-Universum, springe ich sofort drauf an. Der Doktor. Stein. Na gut, hast du ein... Ach nee, du hast kein neues, ne? Oder? Nee, ich hab nichts gefunden. Aber ich habe ein Zitat. Ja. Filmzitat, ein durchaus bekannter Film, von dem es auch schon ein Remake gibt, was mir auch soweit ganz gut gefallen hat. Und das Remake, um mal als Tipp, was? Ja, geht weiter. Es ist nicht Blade Runner. Und die Neuverfilmung des Remake quasi hat auch leichte Parallelen zu diesem Marvel-Thema, was wir gerade haben. Das Zitat lautet: Ich kann nicht einfach aufhören. Ich werde von meinem Wunsch nach Rache getrieben. So, mal gucken. Ich weiß es. Okay. Schreibt eine Mail mit der vermeintlich richtigen Lösung an kate@kinocast.net. Sie wird das dann auswerten und dann mal gucken. Und ich habe ja jetzt auch so eine jede Menge Blu-Rays hier gekauft in dieser Aktion. Da können wir ja eigentlich mal was verlosen, oder? Wollen wir da mal ein bisschen hier Pfeffer reinbringen in die Aktion? Ha? Warum? Ich zieh mal eine. Okay, wir verlosen unter allen, die mitmachen, Deepwater Horizon Blu-Ray. Das ist doch mal was. War ein cooler Film, fand ich. Sehr guter Film. Genau, ich habe nur gute Filme gekauft. Sehr gut. Ja, ich habe hier zum Beispiel noch Moneyball oder John Wick. Das heißt, wer dein Rätsel errät, nein, unter allen, die mitmachen. Ah, ja? Okay.
damit hier mal. Unter allen, die mitmachen, verlose ich eine Blu-ray von Deepwater Horizon, also die neue Version. Ich weiß nicht, gibt es vielleicht irgendwie. Also die wir auch das Sneak mal hatten mit Mark Wahlberg und so. Ein visuell bombastisches und inhaltlich realistisches Action-Drama steht hier drauf. Von Filmstarts. Und TV-Movie sagt Nervenkitzel pur. So. Was anderes haben wir auch nicht gesagt damals. Ja, dann macht mit. Mein Rätsel. Und ich guck mal hier rein, was so mittlerweile bei Amazon verkauft worden ist in der letzten Woche. Also vielen Dank an alle, die wieder unsere Affiliate-Links hier genutzt haben. Ich hatte ja letztens schon mal die Firma Jamit Labs erwähnt, die hier so einen Computermonitor gekauft hatten. Und die sind gerade irgendwie auf der Google I.O.-Konferenz und da hat er mir auch geschrieben, dass sie jetzt ein iPhone bestellt haben über unseren Affiliate-Link. Das sehe ich auch hier gerade nämlich, deswegen ist mir es gerade wieder eingefallen. Ein Apple iPhone SE bestellt. Single SIM, 32 GB. Vielen Dank dafür und mal gucken, was hier noch so. Ein Fliegengitter, Moskitonetz für eine Tür, Logitech Marathon, kabellose Maus. Ah, Moment, das habe ich mich gerade verklickt. Die Frau hinter der Wand. Blu-ray. Die Frau hinter der Wand. Kenne ich alle nicht, die Darsteller hier, die hier mitspielen. Vincent Redetzky, Katharina Heyer und Florian Panzner von Grzegorz Muskala. Kenne ich nicht den Film. Kenne ich nicht den Film. Habt ihr den bestellt? Nee. Dann kann ja derjenige oder diejenige, die den Film kauft, mal sagen, ob der gut ist, ob man den mal gesehen haben soll. Stichwort Hausaufgabe. Dann hat noch jemand bestellt, Mr. Brooks, der Mörder in dir. Den kenne ich wiederum. Den finde ich gut. Mit Kevin Costner. Gab ja damals auch geteilte Meinung. Ein Fotoalbum hat jemand bestellt von Hammer. Das ist der absolute Hammer. Oh Gott. Oh Gott. Entschuldige, ich möchte mich bei allen Hörern und Hörerinnen natürlich für diesen Spruch entschuldigen. Ja. Dankeschön. I love you. Okay, Coco hat jemand geschaut über Amazon Video, den Film, und eine Blu-ray Ares. Mal gucken, was das ist. Ist das eine Serie? Ares, eine Blu-ray. Sprache Italienisch. Ein italienischer Film mit italienischen Untertiteln. Oh, das würde mir nichts helfen. Kenne ich nicht. Kann auch er oder sie mal schreiben, ob der gut ist. Da muss ja jemand richtig fit sein im Italienischen. Wobei man auf dem Cover den Eiffelturm im Hintergrund sieht. Das ist jetzt irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Black Sails hat noch jemand bestellt. Die komplette Season, 4 DVDs. Das war doch diese Piratengeschichte, ne? Ja, vielen Dank an alle, die das genutzt haben. Sind wir durch hier mit den Amazon-Bestellungen. Und dann, habt ihr noch irgendwas? Chris? Gibt es Pausentee, was Neues hier, Thema? Nee, gerade überhaupt nicht. Nee. Saison ist ja eh rum. Es läuft die Eishockey-WM unglaublich erfolgreich für Deutschland mit Niederlagen in Verlängerung gegen Norwegen und Dänemark. Dafür haben wir Südkorea jetzt weggehauen mit 6:1. Ja. Das ist ja die Eishockey-Nation schlechthin, Südkorea. Ist ja fast so wie Jamaika beim Bobfahren. Ja. Oder? So etwa. Nein, Südkorea hat sich zu Recht da hochgespielt in die A-Gruppe, aber ja, wie gesagt, wird Zeit für die Pause, glaube ich jetzt. Na gut, dann, liebe Hörer, schreibt Kommentare, denkt an das Gewinnspiel, ich schreibe es auch mal in die Shownotes mit rein, dass das alle lesen, die sonst vielleicht nicht das Gewinnspiel anhören. Es geht um Deepwater Horizon Blu-ray und wir sehen uns dann nicht morgen, denn wir nehmen heute am Feiertag auf. Wir sehen uns dann quasi am Montag wieder in der Sneak Preview. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast. Wenn du mich
Gott.